herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben eine GoPro dabei. Und hast du die Draggy? Ja. Darf ich bitte einmal ganz kurz deine neue Brille haben? Ja. Ich möchte sie einmal ganz kurz aufsetzen. Machst du nicht kaputt? Nein. Dicker. Ja, du hast schon einen Bummschädel. Die ist schon gar nicht so. Aber nicht mehr als du. Naja, das ist jetzt aber. Ja, okay, sie biegt sich schon ein bisschen auseinander. Ist geil. Ist Laser. Sieht Laser aus, ja. Warte, ich muss mich kurz selber sehen. Einmal hier. Sehr schön. Das ist Timons neue Sonnenbrille. Hyper, hyper. Sehr geil. Warte, ich setze die wieder auf hier so. Mhm. So, ne? Sehr schön. Schön. Also, Grund für, oder Anlass für dieses neue Video ist, wir haben ein neues Auto im Stall. Das ist auf eine Weise nicht sehr spektakulär, auf eine andere Seite Weise ist es schon spektakulär. Aber wir haben uns gedacht, wir sind ja ein Autokanal und dann zeigen wir euch das einfach. Das Video wird wahrscheinlich jetzt nicht so ewig lang, aber es ist ein Auto für mich. Ihr habt das auch schon bei Instagram oder bei YouTube irgendwo im Livestream, habe ich es auch schon mal gesagt, glaube ich. Ne? Nee, auch in einem Video habe ich es gesagt. Also es ist gar kein großes Geheimnis mehr, denn ich brauchte ein Alltagsauto. Bevor wir uns das jetzt hier großartig vorstellen, wolltest du es noch nicht zeigen, sagst du? Nee. Machst es richtig spannend. Ja. Okay, ich war mit diesem Kfz nämlich in England. Also hier drin ist ein S63 TU2 V8 Motorblock. In diesem Kartönchen, das ist von Cosworth, der neue Motor. Kleine Sneak Preview, habe ich hier schön von England abgeholt. Boah. Guck mal da rein. Ja, und jetzt guckt ihr da die Zylinderbahn, ne? Boah, das wird richtig schön. Nika Siel, sein Papa. Ja, richtig lecker. Das ist mein M5 Touring Motor, den wir dann jetzt demnächst fertigstellen werden. Ja gut, ich mache jetzt noch mal ganz kurz die Heckklappe zu, damit das auch wirkt. Ja? Ja. Also das Auto hat schon mal eine elektrische Heckklappe. So viel sei sicher. Richtig. So, genau. Und dann gibt es natürlich zu diesem Kfz so einen lächerlichen Schlüssel, der auch einen, komm mal hier, siehst du was? Für den es auch so ein wunderschönes ledernes Etui gibt. Und dieser Schlüssel, oh, er ist nicht sauber, ist so das Nutzloseste, was es überhaupt gibt. Wenn ich jetzt hier anmache, dann sieht man das Auto. Ah, hier ist ein BMW. Okay, ja. Das ist logisch. Jetzt swipe ich mal kurz nach oben. Die genaue Funktion von diesem Schlüssel können wir nachher nochmal erklären. Das ist auf jeden Fall Technik von vor 10 Jahren, weil ich glaube, diesen Display-Key gab es wirklich schon mit dem letzten oder vorletzten 7er BMW. Ich habe keine Ahnung. Du hast den 7er BMW gekauft? Ja, richtig. Das ist raus. Nein, so lange gibt es den einfach schon. Mittlerweile gibt es den auch, was weiß ich, beim M5 oder keine Ahnung, wofür es den gibt. Aber der spielt einfach keine Rolle. Der ist einfach riesengroß. Also das ist irgendwie schon so ein bisschen antiquiert. Ist natürlich super fancy mit so einem Schlüssel. Aber ja, genug gelabert. Ich mache jetzt kurz Tor zu, dann bin ich wieder da. Ja, also meine lieben Leute. Herzlich willkommen. Das hier ist mein X7 40D. Meine Frau hat ihn liebevoll auf den Namen Kalle getauft, weil er aussieht wie ein Dortmunder Hafenmitarbeiter. Einfach nur groß und breit. Und dicke Fresse hat er auch. Und über die Details unterhalten wir uns, glaube ich, wenn wir einfach einsteigen. Wir fahren jetzt eine Runde. Dann erzählen wir euch, warum, wieso, weshalb und was. Ja, bis gleich. Also wie Timon, ich sagte gerade, jetzt muss ich die GoPro an die Fensterscheibe machen. Und dann habe ich ja wieder einen Abdruck auf der Scheibe. Und dann war dein frecher Kommentar, da kommt jemand und dann putzt er die Scheibe. Aus der 9. Reihe. Der BMW Concierge, den kannst du anrufen hier. Ne? Ja genau, Concierge ist auch wirklich eine sehr, sehr schöne Sache. Ja. Habe ich jetzt schon mehrfach benutzt. Ausstattungstechnisch, wir können das aufzählen, was es nicht gibt. Weil das Auto ist schon relativ, relativ voll. Ich habe mir gedacht, also das Konzept hinter diesem Auto ist, ich brauchte halt ein Auto für den Alltag. Ja, und mein Alltag sieht in der Regel so aus, dass ich mit 120 auf der rechten Spur irgendwo rumcruise und gar keinen Bock auf Stress habe. Ja, ich habe, also seitdem ich meinen M4 abgegeben habe, sind Sportautos, laute Autos, harte Autos und ich eigentlich privat so getrennte Wege gegangen. Ne? So wie hier aus Fast and the Furious die beiden. Weißt du, so. Sollen wir die jetzt einblenden? Ja, bitte. Da, mit dem Geräusch. Da. Okay. Ja, also so sind wir dann getrennte Wege gegangen und ich brauche halt auf jeden Fall ein Auto zum Anhänger ziehen. Ja, also privat. Für meinen dicken Wohnwagen, aber auch immer öfter, um irgendwelche Autos von A nach B zu bringen oder um allgemein einfach irgendwelche Sachen von A nach B zu ziehen. Und in der Firma hatten wir dafür nichts Adäquates und der M5 Touring, wenn er mal wieder fährt, kommt dafür nicht wirklich in Frage.
Und deswegen musste es ein vernünftiges Zugfahrzeug sein. Und deswegen war es dann halt so ein SUV. Und ich bin ohne Witz das erste Mal Anfang Januar X5 gefahren. Das erste Mal überhaupt, also nicht mitgefahren, also selbst gefahren. Das erste Mal überhaupt. Habe ich gesagt, das erste Mal überhaupt? Also es war wirklich... Wann? Was war das? Im Januar das erste Mal überhaupt ein X5. Also das überhaupt zweite Mal? Nee, das erste Mal. Ach krass. Ja, und es war halt vorher noch nie. Und ich war noch nie in diesem SUV-Thema drin, noch nie. Ich wollte noch nie einen haben. Und dann bin ich damit gefahren. Das war ein Mietwagen. Bin ich zum Bodensee gefahren. Und das war das Geilste der Welt. Das war einfach das Allergeilste. So vom Fahren, so das Sitzen, das Hohe. Ich meine, diejenigen, die ein SUV fahren, die werden sagen, ja, Digga, ja, klar. So, deswegen fährt man SUV. Es ist einfach, also es geht nicht komfortabler. So, und dann haben wir uns ein bisschen umgeschaut. Und es gibt noch ein Auto. Das zeigen wir euch vielleicht ein andermal. Aber bei diesem Auto war es eben so, dass ich Glück hatte, dass bei unserem Vertragshändler, die hatten noch einen im Zugang und den konnte ich noch verändern. Und dann wurde der recht zeitnah gebaut. Und danach sind die Preise stark gestiegen und die Lieferzeiten sind bis ins nächste Jahr reingewandert. Das ist ja jetzt auch irgendwo ein altes Auto. Ne? Es gibt ja mittlerweile schon das Facelift. Du kannst mal hier an der Stelle so ein Bild reinblenden. Da streiten sich ja die Geister über... die Lichter vorne? Die Lichter, genau. Über die originalen, also die LED-Lichter, die ich jetzt habe und diese Splitlights. Ich finde beides schön. Also ich finde dieses Auto sehr schön. Ich finde den X7 schöner als den X5. Damit bin ich alleine in unserem Team. Andere finden den X5 schöner. Ich finde den X5 vorne recht unproportional von seinen Scheinwerfern zu seiner Stoßstange vorne. Das ist alles so, ich weiß nicht, ich finde, der sieht aus wie so ein Babyface, wie so ein russischer Boxer. Beim X7, da ist einfach alles groß. So, da passen die Proportionen, finde ich. Und ich finde die Scheinwerfer auch wirklich schön. Die finde ich beim X5 wirklich, wirklich hässlich. Aber gut, das ist meine persönliche Meinung. Jetzt kannst du mal nach hinten filmen. Dieses Kfz hat die Sonderausstattung Sechssitzigkeit. Und es heißt auch wirklich Sechssitzigkeit. Das ist einfach so eine Luxussache, glaube ich. Also ich habe ja auch da hinten schon gesessen und das ist schon wirklich... Das Monster, kann man, oder? Das kann man so machen, ja. Als ich jetzt in England war und auf den Zug gewartet habe, habe ich mich auch da hinten hingesetzt, Beine hier langgelegt, habe ein bisschen Netflix geguckt. Das war schon wirklich sehr, sehr geil. Also da hinten zu sitzen ist wirklich pornös. Die dritte Reihe ist gerade umgeklappt. Da ist jetzt gerade ein bisschen Zeug für das neue Büro. Mein Sohn sitzt gerne in der dritten Reihe. Also wenn wir hier fahren, dann sitzt er gerne ganz hinten. Das findet er ganz witzig. Man muss ja auch dazu sagen, dass in der dritten Reihe auch noch Sitzheizung ausgestattet ist. Von daher ist das auch gar nicht so unkomfortabel. Richtig. Also wir haben ja auch ein eigenes kleines Schiebedach da hinten. Und wir haben 5 Zonenklimaanlage. Also 1, 2, 3, 4 und hinten die dritte Reihe hat noch eine 5. Sitzheizung. Und man hat auch wirklich überraschenderweise noch Beinfreiheit. Da gibt es ja jetzt genug Videos. Ich fahre mal los, ja, damit die Leute sich nicht so langweilen. Da gibt es genug Videos, die dieses Auto jetzt genau im Detail erklären. Deswegen will ich jetzt nicht hier so ultra krass auf irgendwelche Specs eingehen. Hier ist natürlich alles elektrisch und komfortabel. Also wir haben hier einen Massagesitz, einen Komfortsitz. Und ich guck mal auf meine Rückenlehne, Timon. Das finde ich ja am geilsten, dass ich hier... Sieht man das? Ja, ne? Hier. Ja, einfach dieser obere Teil des Sitzes. Ich glaube nicht, dass man das sieht. Hier, also das da. Ja, ja. Aber da, guck mal. Ja, so sieht man es. Ja, ja. Das ist einfach mega geil. Das ist einfach wirklich bequem. Also wenn man sich so ein Auto kauft, dann müssen da wirklich Komfortsitze rein. Ich meine ganz ehrlich, wer bestellt sich ein X7 und nimmt dann die Sparvariante? Ey, da gibt es wirklich, gibt's wirklich viele. Ich war jetzt öfter bei der Niederlassung Dortmund. Hm. Und da stand ein Alpina, da standen mehrere Autos. Und die waren alle von der Ausstattung, dass ich mir dachte so, an den 10.000 Euro Handelsliste hast du jetzt gespart? So, weißt du, Leasing-Aufpreis 90 Euro, so dann, also, nee. Ne, also wir haben hier Massagesitze, das hatten ganz viele nicht, wirklich. Also, okay. Ne, und dann Merino, Vollleder, all so ein Gedöns, es riecht auch immer noch super schön, Alcantara, Dachhimmel. Dieses Dach leuchtet, das finde ich irgendwie gar nicht so geil. Nee. Also ich wusste es nicht genau, es kostet auch beim X7 nicht so viel Aufpreis wie beim X5. Beim X5 hätte ich mich geärgert, weil da kostet es, glaube ich, 2.000 Euro Aufpreis. Und das Problem ist, man kann es nicht ausmachen. Das ist super fancy, wenn man jetzt ganz hinten sitzt und so Fotos macht. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine billige,
Ich wollte jetzt schon sagen, so eine billige indische Bar, weißt du, so, wo überall die LEDs hängen. Das soll jetzt nicht. Ja, wie so eine Skybar halt. Ja, halt das einfach. So, ist halt, das heißt ja auch Sky Lounge. Ja. Aber ich hätte gerne, dass man es ausmachen kann, ja. BMW. Also, dass man es ausschalten kann, wäre geil. Ansonsten, dass man die Farben einstellen kann, das ist ja alles Standard. Ne? Wenn man jetzt fährt, dann sieht man es nicht. Aber wenn ich hinten sitze, dann fände das, glaube ich, schon ein bisschen penetrant. Ja, plus, dass du ja auch, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber. Diese Pünktchen? Ja, diese Pünktchen überall. Hast du ja, ja, du hast jetzt nicht so ein schönes, klares Dach. Also, genau. Wir hatten mal die X5 Mietwagen, die dann mehrere, die wir hatten. Die hatten das nicht und so ein klares Schiebedach ist auch schon eine schöne Sache. Also wenn ich nochmal so ein Auto bestellen sollte, dann wäre das etwas, was ich nicht nehmen würde. Das ist übrigens auch mein erster Neuwagen, den ich wirklich nach meinem Gusto zusammenstelle. Ja, wir hatten ja mal einen Golf 7 GTI, der war so mehr auf Sparen gestrickt, aber bei dem Auto... Hast du richtig auf den Kacken? Ja, da war Polen offen, wie man sagt. Also das war... Da, also ich, wirklich, also es fehlt halt Rear Seat Entertainment. Das wollte ich eigentlich haben. Da hat meine Frau gesagt, nein. Das hatte pädagogische Gründe, damit unser Sohn einfach während der Fahrt nicht nur noch Fernsehen gucken will. Ansonsten finde ich ja Rear Seat Entertainment sehr, sehr geil. Ich habe auch ein paar Videos gesehen, wo die Leute gesagt haben, ey, ist gut, wenn du das nicht holst, weil die Kinder treten da gerne gegen und dann so ein Ding ist nicht billig. Stattdessen habe ich hier dieses Travel Comfort. Du musst ja eh eine Runde B-Roll machen, also wahrscheinlich 8000 Sachen. Hier hinten ist so eine kleine Klappe. Im Sitz und so ein USB-C-Stecker. Da kannst du dann ein Tablet hinhängen. Reicht vollkommen aus. Ich habe keinen Fernsehen, weil also Fernsehen mache ich nicht im Auto, also brauche ich nicht. Und ich habe keinen Night Vision. Nachtsicht fand ich auch jetzt irgendwie total daneben. Und wie ihr seht, hier fehlt eine Reihe, hier unten fehlt eine Reihe Knöpfchen. Man kann hier noch spezielle Offroad Fähigkeiten hinzubuchen und ich glaube, das hat was dann mit Kriechgang zu tun oder so fancy Zeug, was man im X7 auch nicht braucht, weil keiner mit einem X7 ins Gelände geht. Wenn ich das genommen hätte, wäre ein ganz anderer wichtiger Bestandteil rausgefallen, das nämlich das Executive Drive Pro und das ist der Wankausgleich und der ist wirklich wichtig, weil ich bin einen X7 zur Probe gefahren vorher, der hatte das nicht. Das war auch noch ein X47i. Also ein B58, das ist eine völlig bekackte Motorisierung für dieses Auto. Und der hatte das nicht. Und da hat man das wirklich in den Kurven gemerkt, dass das Auto einfach schon sehr stark zum Wanken neigt. Und das ist hier bei dem nicht so. Er hat eine Hinterachslenkung dabei. Und das ist uns schon auch aufgefallen, als wir am Nürburgring waren. Wendekreis ist hier kleiner als bei einem Golf, würde ich sagen. Ja, sehr, also wirklich, sehr gut. Ist wirklich, dieses Auto auch. Aber es ist doch... Ist Mörder. Trotzdem, ja. Also wenn, vor allen Dingen auch, das hat der Malmedy in einem Video schön gemacht. Der hat ja mal so ein 50i gefilmt. Und das stimmt wirklich. Wenn du so um die Kurve fährst, du trägst halt nicht das Heck so um dich herum, so wie mit einem Sprinter oder so, sondern du, ich weiß auch nicht, es fühlt sich einfach super kompakt an, dafür, dass die Karre einfach 5,30 Meter lang ist und wirklich riesengroß ist. Wenn ich aber bei mir zu Hause parke, dann denke ich manchmal schon, oh Gott, was für ein Panzer einfach. Ja, dann, wenn zu Hause noch so ein Q7, so einen alten, der ist jetzt nicht viel kleiner, aber er sieht viel kleiner aus, weil er einfach nicht so hoch ist und nicht so boxy, das Ding hier. Also das ist schon krass, wie dieses Auto wirklich fährt. Und da komme ich auch auf meine England-Erfahrung jetzt. Wie gesagt, ich bin vorgestern war Sonntag, da bin ich alleine nach England gefahren, habe den Motor abgeholt. Unser Freund Simon, den ihr auch kennt, an dieser Stelle ein kurzes Foto so. Simon hat seinen Reisepass nicht gefunden. Ja? Der Klüngel hat seinen Reisepass nicht gefunden, so 10 Minuten bevor wir abgefahren sind und dann bin ich halt allein losgefahren. Das war aber auch eigentlich ganz geil, weil es gibt diese Taste hier. Kannst du die mal kurz einfangen hier? Das ist meine Lieblingstaste. Oh ja. Das ist die Driving Assist Pro Plus, wie auch immer. Die drücke ich und ab dann fährt das Auto quasi von alleine. Und das funktioniert so gut, ich habe das mittlerweile so gut rausperfektioniert, wann ich eingreifen muss, wann nicht. Weil es gibt so ein paar Situationen, da solltest du bremsen, ja, dann erkennt er das nicht so richtig. Und wenn man damit 100 irgendwie in so ein stehendes Auto reinklatscht, ist nicht so geil. Aber jetzt so durch Holland, Belgien, Frankreich, England, so Länder, wo du nicht schnell fahren willst, weil die Strafen drakonisch sind und wo du auch nicht schnell fahren kannst, weil die Straßen schlecht sind, boah, da funktioniert das so gut. So, so gut. Ja. Es ist ein Traum. Wirklich, ich bin gefahren nach England und es war so... Die ganze Zeit so, ja, Käffchen. Ich hatte hier so eine Kaffeekanne, ja, da habe ich so Käffchen getrunken, so und Brötchen gegessen und so einfach, ne, Auto fährt einfach. Das ist ein Traum. Das ist einfach für mich, für meinen Zweck, für das, was ich will, nämlich komfortabel durch die Lande reisen, ist das ideale Auto. Und der Witz ist, danach kommt nichts mehr. Also für mich, also zumindest bei BMW,
gibt es danach nichts mehr, weil ich sage, selbst ein 7er BMW, der ist nur bequemer, wenn du hinten sitzt. Ja. Nee, und also auch mit diesem Executive Driving, alles, ich mache alles alleine hier. Ich meine, wir waren ja mit dem X5 in England und da war das ja das Gleiche. Ja. Und ich weiß noch einmal, wie wir uns erschrocken haben, beziehungsweise wir haben uns echt lange unterhalten auf dem Highway. Und irgendwann bremste das Auto und wir gucken beide so nach oben, so nach einer Stunde so, was ist hier los, warum bremst das Auto? Genau. Du fährst gar nicht mehr, also du musst schon noch anwesend bleiben. Und ja, es ist wichtig, es verleitet natürlich super krass, man muss schon noch konzentriert bleiben. Ja. Aber ich merke das, wenn ich ein Auto fahre, was das nicht hat, wie den V10 zum Beispiel oder den M2. Mhm. Wenn ich ihn zum TÜV fahre, da bin ich so abgelenkt. Stress ist es. Ja, genau, es ist auf einmal richtig anstrengend, ich bin so abgelenkt durch Nicht-Konzentration oder ich bin es nicht mehr so gewohnt, dass es mir wirklich auffällt, wenn man es nicht benutzt. Ja, ja, ich bin ja England wieder, als wir da waren, zurückgefahren. Ja. Und durch alle Länder bin ich auch die ganze Zeit ja nur mit dem Assistenten gefahren. Und in Deutschland angekommen war das erste Unbegrenzschild und ich dachte mir so, hier jetzt X5, ne? Jetzt Vollgas. Ne, jetzt nochmal so ein bisschen treten. Und du fährst ja die ganze Zeit nur auf irgendwelche Heckstoßstangen auf, so. Ich glaube, ich habe es ein, zwei Mal gemacht. Habe ich gesagt, alles klar, ich bin durch damit, fahr selber wieder. Ja, genau. Das ist einfach wirklich sehr, sehr bequem und ich war da am Anfang auch echt skeptisch, aber es ist wirklich eine sehr, 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 sehr schöne Funktion. Also für den Nutzen halt. Und klar, jetzt werden einige fragen, warum nicht 50 ISO, V8 Biturbo. Klar, mit V8 Biturbo wäre ich auch gut mit Anhänger ziehen unterwegs gewesen. Der hat noch früher seinen Drehmoment und klar, geiler Sound und so, aber das war's. So, das ist wirklich nur Sound und der Pimmel, der dann vielleicht noch ein bisschen länger wird, so, ja, weil man weiß, man fährt jetzt hier das dickste Modell. Aber das hat mir einfach nicht gereicht. So, die Sinnhaftigkeit, die erschließt sich mir da einfach nicht. Dieses Auto ist für mich einfach ein Diesel. Genau, dieses Auto, also der Diesel-Sound, so dieses Kraftvolle, das dabei rauskommt. Das Auto ist ja auch ein Mild-Hybrid. Das heißt, wenn du jetzt richtig Gas gibst, dann schiebt der auch nochmal mit 11 kW Elektromotor hinten an. Also unten raus fühlt er sich auch gar nicht langsam an. Also er fühlt sich nie langsam an. Der Witz ist, ich fahre immer sehr langsam. Ich fahre damit automatisch so total defensiv und total, vielleicht auch, weil ich weiß, so, ich habe hier ein großes Auto und ich muss mich jetzt auch nicht hier irgendwie profilieren oder so, sondern ich fahre hier einfach ganz entspannt, immer nur hier so auf Knöpfchendruck so und dann sitze ich hier ganz entspannt und mache mal hier noch Sitzbelüftung an, zack, oder Massage an oder irgendeinen Duftler kann ich noch raussprühen lassen. Und dann, klar, dann haben wir hier Soundsystem, ja, das war, ist ja auch etwas für mich. Dieses B&W Soundsystem. Du musst auch bitte da oben den Lautsprecher in der da oben in der Säule. Kannst du hier, guck mal, hier ist auch einer. Ja, ja, genau. Das finde ich ja richtig fancy und die leuchten auch nachts und so und voll geil zum Anfassen. Hallo, und klingt wirklich, wirklich geil. Das andere Auto, was wir haben, das ist ein X5, da ist ein Standard-Soundsystem drin und das klingt richtig kacke. Also es klingt nicht kacke, es klingt okay bis zu einem gewissen Grad, aber ich bin jemand, der sehr gerne hochauflösende Musik hört und dann auch mit Instrumental und so und gerade wenn ich lange fahre, dann finde ich das sehr schön und das ist wirklich eine Sache. Hammann Cardon hätte bestimmt gereicht, so, aber in diesem Aspekt hier, in diesem Schiff, weißt du, da... Das haben besser als bei uns. Das kostet halt, glaube ich, 6.500 Euro Aufpreis. Also das ist einfach Luxus. Das Auto ist purer, purer Luxus. Ein X5 hätte gereicht, bei weitem. Ich hoffe, es denkt jetzt hier keiner, boah, der Malte, der hebt jetzt hier aber richtig ab. Es war einfach leasingratentechnisch wirklich in Relation zu dem, was man bekommt, günstig oder sagen wir preiswert. Dadurch, dass ich halt damit auch so viel fahre, dann war es für mich okay und fand ich schön. Wirklich. Ja, also und jetzt sind die, also genau, das wollte ich erzählen, BMW hat das auch stark subventioniert, das Auto. Also du siehst mittlerweile, fallen mir schon so ein paar ins Auge, die man, hat man vorher nicht gesehen. Das wäre eigentlich ein Auto für die USA. Da hat BMW eben sehr, sehr hohe Rabatte gegeben. Bis vor ein paar Wochen, wo einfach die Krise richtig übel wurde und dann einfach gar nichts mehr verfügbar war. Und da vorne sehe ich auch schon krisenmäßig, dass es voll ist auf der Autobahn. Das heißt, mit 100, 200 wird hier auf jeden Fall schwierig. Vielleicht reichen wir das auch einfach nach. Also ich meine, wir können einfach mal kurz unten einblenden, was so ein Ding 100, 200 fährt, falls wir die Informationen finden. Aber ich kann ja einmal Vollgas geben hier auf Sport. So, jetzt sind wir bei 120. So. Also es geht adäquat vorwärts, ja. Es geht adäquat vorwärts, aber es ist einfach kein Rennwagen. Mich interessiert diese 100, 200 Zeit auch wirklich überhaupt nicht, weil ich halt wirklich fahre wie ein Rentner. Oder ich fahre einfach so wie auf einer Sänfte. So
Ja, das ist ja auch eine Sense. Und auch nochmal zu dem Autopiloten. Also ich meine, schneller als 140 fahre ich damit auch nicht gerne, weil ab 140 macht er dann auch nicht mehr so viel Spaß. Also deswegen, also das ist hier so dieses Cruisen, das ist hier angesagt und deswegen passt der Motor auch so gut. Hier kommen noch vielleicht ein paar Distanzscheiben drauf und ich glaube, viel Tuning werden wir hier mit nicht machen. Deswegen wird es auch zu diesem Auto wahrscheinlich keine weiteren Videos geben. Ihr werdet ihn aber wahrscheinlich recht häufig sehen in anderen Videos als Zugfahrzeug. Ach so, genau. Dann war ich ja in England und ich bin einfach mit einem Tank, ein Tank bedeutet 80 Liter oder 83 Liter, bin mir sicher, bin ich 1050 Kilometer gekommen. 1050. Das Auto hat einen Durchschnittsverbrauch von 7,1 Liter gehabt. So, ich fahre dann halt super oft auf Eco Pro. So, da könnte man jetzt sagen, so ja, X7 fahren, aber Eco Pro. Naja, der Scherz ist, dass die Klimaanlage bei dem Ding so hardcore ballert, weil das Ding so groß ist. Und wenn du auf Eco Pro machst, dann wird die Klimaanlage runtergeregelt und die Sitzheizung. Und dann ist das Auto einfach ein bisschen effizienter. Und es fährt auch anders. Und es macht Spaß. So, und dann gibt es diesen Modus, wenn du... ich weiß nicht, ob ich das... Ich kann das mal kurz einblenden hier. Wenn du nicht im Automatikmodus fährst, sondern ganz normal, noch menschengesteuert, und es dann bergab geht leicht, ja, oder du die Last rausnimmst, so wie jetzt zum Beispiel. Da steht da im Tacho, siehst du das, im Tacho das Ready? So, jetzt ist der Motor aus. Ja, da. Und jetzt segelt man. Und ich schwöre dir, du kannst damit noch 5 Kilometer segeln, weil der so leicht rollt. Und dann siehst du hier, ich bin jetzt... seit Tanken schon 5 Kilometer einfach gesegelt. Finde ich witzig. Also nicht, dass das irgendwie Sinn ergeben würde bei der Karre, aber das ist so ein... Doch, ich finde schon. Das ist so, also was gibt es denn Geileres, als so eine Karre zu fahren und 7,7 Liter zu verbrauchen? 7,1 so. Bitte. 7,1. Also ich verstehe den Menschen nicht, der sagt, X7 fahren und dann auf Eco Pro fahren. Also genau das musst du... Genau, also ich meine, auch diese Sporttaste. Die Sporttaste ergibt für mich gar keinen Sinn. Unnötig. Ich stelle das Fahrwerk nicht auf Sport, ich stelle die Lenkung nicht auf Sport. Ich fahre hier Komfort, wenn es wirklich heiß ist, dann will ich maximale Klima kurz haben und dann gehe ich auf Eco Pro. Und das hier, ne? So dieses, das haben jetzt schon mehrere Leute beim Telefonieren gesagt, wenn ich mit denen rede, man hört das Auto nicht. Mhm. Und genau das ist das, was ich brauche. So Ruhe. Ruhe und Stille, wie so ein alter Mann. Ich bin ja auch schon alt. Ich habe bald 40 und da brauche ich meine Ruhe. So, und für alles andere habe ich andere Autos. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie durchdrehen will, dann fahre ich Achter. Oder dann fahre ich, keine Ahnung, irgendwas von den Autos, die da noch kommen werden, vielleicht mal gucken, was mit dem Touring passiert, dann nehme ich das. Aber wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub fahren will oder wenn ich jetzt so eine Reise nach England, ne? Boah, es gibt nichts Geileres. Und das war auch die Sache, also das ist das Problem an der Geschichte. Ich habe das Auto jetzt 3 Jahre, was macht er da? Also er macht mich einfach... Er sperrt jetzt mal kurz die Strecke hier. Boah, er macht auch richtig Aua, ne? Boah, wie er da hochfährt. Oh. Das Ding habe ich jetzt 3 Jahre. Ich könnte ihn vorher abgeben, aber ich bin ja BMW-Fahrer und was anderes kommt auch für mich nicht wirklich in Frage, kann ich so offen und ehrlich sagen. Wir hatten überlegt, einen GLS zu nehmen, aber ich bin mit dem Interieur einfach nicht einverstanden bei Mercedes. Ich habe diesen E63 bin ich hier gefahren, irgendwie für 4, 6 Wochen. Und da habe ich das wieder gemerkt, so Lenkrad und alles, das ist nicht meins. So, und ich möchte jetzt auch gar nicht hier sagen, dass BMW das am besten macht, aber so die Art und Weise finde ich schon extrem intuitiv und sehr aufgeräumt und sehr schön einfach. So, da bin ich wirklich... Ja. Habe ich wirklich eine krasse rosa Brille auf. Wir holen uns übrigens ein Eis, würde ich sagen. Okay. Möchtest du auch ein Eis? Nee, ich glaube, ich finde einen Milchshake. Ach, du magst ja kein Eis. Ich habe schon 5-mal gefragt, ob du Eis magst. Aber ich vergesse das immer wieder. Mensch, irgendwann musst du das aber mal merken. Ja, sorry. Okay, ja. Sorry. Ist jetzt der McDrive-Test, ne? Ja, ich meine, ist jetzt nicht so, als wäre ich nicht schon mal im McDrive gewesen mit dem Ding. Aber... Ja, so fürs Video. Es ist halt alles wirklich sehr eng, aber auch in dem Shuttlezug war es halt sehr eng. Aber dann machst du einfach hier den Dings an. So, und jetzt hast du einfach hier diese, jetzt hast du hier so Bird View, ne? Das ist schon geil. Und pass auf, du kannst das ja auch noch krasser machen, indem du hier 3D-Sicht machst. Boah. Und jetzt stehen wir hier einfach und können... Boah. Kannst du noch nicht? Nee. Ja, das ist schon, wenn ich jetzt fahre... Sieht man dann drehen auch da die, in dem Auto? Oder? Ja, dann drehen sich auch die Räder. Ah, okay. Cool. Ja, und natürlich hier Waschanlage. Was ist das denn? Waschanlage wusste ich noch gar nicht. Achso, da kannst du dann vorne gucken, wenn du jetzt irgendwie parkst oder so, was weiß ich. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Es ist ein sehr, sehr geiles Stück Technik. Es ist alles ein bisschen älter, es ist alles G-Serientechnik. Ne? Deswegen wollte ich euch, jetzt wird das Video doch länger, weil ich so viel quatsche. Aber das Facelift hat natürlich ein paar geile Vorteile. Es hat dieses große Curve-Display. Eine Sache, die ich wirklich schade finde, ich bin ja so ein Technikfreund auch. Ich hätte am liebsten gar keinen Schlüssel. Und ich habe in meinem iPhone und in meiner Uhr habe ich, hier, ich kann das mal zeigen, habe ich meine NFC-Karte drin. Ich kann mit der Uhr
das Auto öffnen und muss das Telefon in die Schale legen und dann startet es auch. Das funktioniert leider nicht so gut und vor allen Dingen hast du kein Remote öffnen. Das heißt, mit dem Schlüssel ist es so, ich gehe zum Auto und das Auto öffnet sich von alleine. Und hier muss ich immer die Uhr dran halten, dann geht das nicht immer. Und der Neue, der kann das. Das Facelift kann einfach mit diesem NFC-Zeug und der App auch auf Distanz öffnen. Und das ist so, allein das ist so eine Spielerei, die ich halt schon sehr geil finde. Ich muss mal ganz kurz bestellen. Was möchtest du denn für einen Milchshake? Erdbeermilchshake. Erdbeermilchshake? Ach so, ja. Süß. Ja. Ohne alles? Ja. Was soll ich denn da mitnehmen? Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da noch was drin, oder? Ja, vielleicht gibt es da was drin. Und auch dieses große Curved-Display, das finde ich schon schön. Auch mit diesem Virtual Reality-Zeug, was dann auf dem Display die Karte anzeigt und so. Das ist schon ein geiles Auto, das neue. Ja? Aber Lieferzeit plus, also so ein Facelift X7 ohne Rabatte, der kostet mal locker 2000 Euro Netto-Leasing-Rate. Fühle ich nicht. Hallöchen, ich hätte gerne einen Erdbeermilchshake. Groß oder? Groß. Ja, groß. Ja. Und ein McFlurry mit originaler Sorte und Schokolinsen und Karamellsoße. Das wär's, dankeschön. Ja, also Facelift werde ich mir wahrscheinlich, also vielleicht ändert sich meine Meinung auch, aber werde ich wahrscheinlich nicht holen. Im Facelift ist der V8 auch ein M-Motor. Ne? Es gibt ja jetzt bei BMW nur noch den S68. Es gibt keinen N63 oder N68 mehr. Es gibt nur noch diesen einen Motor, der auch im M5 dann ist. Das ist sicherlich ein geiler Motor, wobei ich hier eigentlich dann eher schon wirklich so ein V12 als Umbau fühlen würde, aber am Ende des Tages nein. Das ist einfach ein Auto, wo du dich reinsetzt und fährst. Ja. Wir müssen auch gleich nochmal übrigens die M-Sport-Abgasanlage bei dem Diesel testen. Denn es gibt hier eine M-Sport-Abgasanlage und das ist in Form eines Geräuschaktuators. Und das ist echt krass. Also wenn du den ausmachst, dann kommt da nur so raus. Und wenn du die anmachst... Jetzt mal ohne Ton. Und wenn du den anmachst, dann kommt da so... raus. Also schon wirklich witzig. Das ist, also ich dachte mir erst, okay, die 500 Euro, die sind für die Katz, aber das ist schon, das braucht man schon. Man braucht das schon. Übrigens auch eine sehr wichtige Funktion ist, ich kann hier das Knöpfchen drücken mit der 2 drauf und jetzt, wenn du dann, so wie, wir blenden mal kurz das Foto aus dem iX ein, als Timon eingeschlafen ist. Und wenn das dann nochmal passiert, doch. Nein, und dann kann ich dich nämlich hier ein bisschen flachlegen. Ne? Oh. Ich kann dich dann nämlich hier. Oh, ja. Dann kann ich dich schlafen legen. Ja, ja. Ja, dafür ist das da. Das ist sehr gentle. Und ich kann natürlich auch die Sitze in der zweiten Reihe nach vorne fahren, wenn jemand einsteigen will und ich weiß, wie das geht und überfordert ist, dann kann ich das machen. Mhm. Auch ein sehr wichtiges Feature ist hier der kühlbare oder beheizbare Becherhalter. Stimmt, schon wieder und ganz vergessen. Der funktioniert auch wirklich, wirklich krass gut. Ne? Also der kühlt wirklich hardcore runter und der heizt auch wirklich gut. Also das ist einfach eine sehr, sehr geile Sache. Was nicht so gut funktioniert, ist dieses Aufladeding hier per QI. Also der QI-Lader. Ich hatte in England kein Ladegerät dabei und mein Telefon ist einfach immer auf 10% geblieben und wurde sauheiß. Das funktioniert nicht so gut. Machen wir uns hier mal ein bisschen Luft, ne? Super luxuriöses Auto. Und das Ding ist einfach, im Hause BMW gibt es danach nichts mehr. Also es kommt ja wahrscheinlich ein X8, das ist aber dann mehr so Coupé-mäßig, wird auch nicht billiger und wird auch nicht besser, denke ich. Bitteschön. Oh, geil. Und das Einzige, was mich natürlich schon noch ein bisschen juckt, ist ein XM. Ja, auch wenn es halt, also das ist halt so ein richtiges Bastard-Auto. Das ist halt einfach, der ist genauso groß wie der X7, aber ist ein Fünfsitzer. Aber was ich natürlich geil finde, ist halt, dass er halt Hybrid ist. So, das finde ich sehr schade, dass es diesen X7 nicht als Hybrid gibt. Ich dachte, XM wird voll elektrisch. Mm-mm. Krass. XM ist M5-Motor, V8 Biturbo und Elektro. Mhm. Ja, okay, das wird auch. Das ist wild. Das wird auch ziemlich schnell. Mhm. Und ist ja auch ein eigenes M-Auto. Ne? Gibt's ja, ist ja nur M GmbH only. Wie der M1 damals. Hat auch so Anlehnungen. Ist optisch, muss man sich mal genau angucken, wie der in echt aussieht. Ich hätte wirklich gerne einen Hybriden hier gehabt, auch wenn es jetzt nicht für die Umwelt gut ist oder so. Aber alleine die Möglichkeit zu haben, in der Stadt elektrisch zu fahren, fände ich halt ziemlich geil. Naja, X7 ist für mich ein Traum von Auto. Ich liebe dieses Auto, wirklich abgöttisch.
dass es funktioniert so gut. Es ist einfach das beste Auto, was ich hier hatte. Muss ich einfach so sagen. In Bezug auf Komfort. Komfort, Luxus, Reisekomfort. Also ich denke, für mich privat kommt hier nach eigentlich nur noch entweder vielleicht, wenn ich wirklich durchdrehe, ein XM oder ich denke, in 3 Jahren wird es sowas hier als Elektro geben. Und dann nehme ich sowas als elektrisch. Dann ist die Batterie groß genug, dann ist die Reichweite groß genug. Dann kann ich damit auch einen Hänger ziehen. Dann nehme ich sowas. Ja, an dieser Stelle, das Video ist doch viel länger geworden als gedacht. Ich bitte das zu verzeihen. Das Video kommt irgendwann jetzt hier in den Sommerferien, denke ich mal, so als Lückenfüller. Ja. Ich wollte euch nur dieses Auto mal vorstellen, weil das gehört ja schon irgendwie zu uns dazu. Ihr werdet es bestimmt auch hier und da mal sehen. Wir entwickeln übrigens dafür auch ein Tieferlegungsmodul bei Vector. Das werden wir euch dann vielleicht nochmal separat zeigen, weil das Auto hat ja ein Luftfahrwerk. Klar, redet man gar nicht mehr drüber. Und das sind so einzelne Maßnahmen, die werden wir euch vielleicht zwischendurch mal zeigen. Ansonsten werdet ihr euch hier passiv in diesem Auto mal wiederfinden. Vielen Dank fürs Zuschauen, drückt den Like-Button, stellt eure Fragen in den Kommentaren wie immer, abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt und wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön, bis dahin, tschüss.